Willkommen zurück. Aber noch mal gucken, wo waren wir, wo nicht. Mal hier noch den. Ja, der Nebel ist ja lustig. Aber ich finde es gut, dass der sich daran orientiert, wo der Charakter hinguckt und nicht wo die Kamera hinguckt. Finde ich gut. Sollten mehr Spiele machen. Weil du siehst ja mit dem Charakter, nicht mit der Kamera im Prinzip. Weil du kannst ja nur das sehen, was auch der Charakter sieht. Ah, this is gross. Look at this feeding frenzy. We got ourselves a zone dog problem here. Yeah, doggy, doggy. High ground. Looks like the ghouls are having a party over there. Think they got room for us? Damn zone dogs! They were smaller in the old days, dumber too. We got the weapons! Zone dogs got no weapons in the paws. We are the kings of the zone, not them. Then go to the zone dog and tell that to his face. You want to get eaten like Skeezle, Bam Bam, and Treepo? Go for it. Yeah, make fun of me. Go ahead then, back horse. Ja, moin, DJ. Ja, alles schick bei mir. Wie geht's dir? Eine E-Mail bekommen, ja, nice. Muss ja auch mal gucken, wann du so online bist. Okay, hier haben wir auf jeden Fall High Ground. Vierundzwanzig Punkte hat der. Alter, warum haben die alle so viel HP? Das geht ja richtig ab hier. Also mal wieder gucken, ob ich irgendwelche rausfischen kann. Ja. Was steht da? Lindex. Okay. Würde mich natürlich interessieren, ob ich den irgendwie einzeln da wegsnacken kann. Vierundzwanzig Punkte schon echt hart. Zumal ich gar nicht weiß, ob da irgendwie noch mehr rumrennt. Chemiefackel. Mir geht's gut, das ist schön. Also wollt ihr denn zocken? Gotcha. Got it.
bisschen Feuerschaden, das ist ja gut. Bullseye! Irgendjemanden gerufen? Nee, ne? Der ganz hinten. Am Arsch der Welt. Krass, ey. Hier soll mal komplett die halbe Map immer ranholen, ey. Unglaublich. Enough! Oh man, you are the shit. Wieso ungültiges Ziel? Verstehe ich jetzt nicht. Wieso darf ich nicht laufen? Was ist mit ihm los? Warum darf er nicht laufen? Overwatch. Das finde ich jetzt ja komisch. Warum darf der nicht laufen? Mutiert dazu einen Hund? Ja, der holt jetzt noch mehr. Ja, nice. Genau das, was ich wollte. Er kann immer noch nicht laufen. Overwatch. Overwatch. Daneben. Daneben. Wie habe ich das Gefühl, dass die Overwatch-Mechanik irgendwie nicht so überragend ist? Weil die ja immer auf Max-Distanz schießen und auf Max-Distanz haben sie eh nochmal, weiß ich nicht, 50% weniger Treffsicherheit, ne, oder so was. Darf mich immer noch nicht bewegen. Was ist denn das? Puh, bye bye. Hat die ja keine Granaten? Was ist das denn? Ey? Hellpoint. Nur im Weltraum. Okay. Ich dachte, die keine Granaten. Oh, ich muss ja echt mal aufpassen, ne, dass die auch ihre Granaten kriegen. Okay, machen wir die erstmal fest, wa? Das ist gerade echt daneben, ja? Ja, nice. Donut. Zielposition außer Reichweite, nur gewählte Position vorrücken. Ja, Spiel. Lass mich doch einfach mal hier raus. Hier darf ich hin, ja? Na ja, gut, okay. Dann machen wir es so. Bingo.
komme ich auch vielleicht wieder raus, ne? Ging sonst wohin, alles klar. Bitte ein Crit, bitte ein Crit, bitte ein Crit. Ach, schade. So. Erstmal du weg. Bye bye. Da ist gar nichts dann. Sag mal, was macht der denn jetzt da? Erstmal die Glowstick brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Wieder mal gucken wegen Boots Eye. Okay. Wie lange brauchen der da noch? Komm, steh jetzt mal langsam auf da hinten, Alter. Das wäre kein Fun, ey. Wow, er ist endlich aufgestanden. Enough. Lief nicht wie erwartet. Lief nicht wie erwartet. Na gut. Dann ist das halt so. Und das ist auf einfach das Spiel, ja? Oder auf normal. Also. Mehr sag ich nicht. Oh, I hope it's something good. Ah, Träger ist immun gegen Sturmangriffe. Holy moly. Nimmt sich Dagmar. Nice. Immun gegen kritische Treffer. Okay, okay, okay. So, Granaten, ne? Brauchen wir noch. So, sie kriegt einen Molotow. Und dann kriegt sie noch einen Molotow. Und dann kriegt sie noch einen Molotow. Hier kriegt noch eine Granate. Und. Boah. Blockiert Sichtlinie, löscht Feuer. Oh, oh. Das wusste ich nicht. Machen wir mal so. Speichern. Yeah, I did that. What do you think about that, huh? Thank you.
sie. Streukanone hat weniger Base Damage? Dann bleibe ich doch bei der, oder? Bitte ein Crit, bitte ein Crit, bitte ein Crit. Oder wir machen doppelt. Ne, wir probieren es nochmal so. Na schade. Kein Crit. Get the boar! I'm gonna smash him! Warum kamen jetzt die anderen mit? What? What the fuck? Deal with that one now! Okay, boss! Soll ich den später machen? Damn, Zone Dogs! They were smaller in the old days, dumber too! We got the weapons! Zone Dogs got all weapons and the paws! We are the kings of the Zone, not them! Then go to the Zone Dog and tell that to his face! You want to get eaten like Skeezle, Bam Bam, and Treepo? Go for it! Yeah, make fun of me! Go ahead, then! Because buildings usually go up. This one's going sideways. Feels like I'm in a frickin' coffin, am I right? Okay, I'm building, Alter. Aber wie viele Jahrhunderte spielt es denn nach unserer Zeit? 1000 Jahre oder was? Looks like the ghouls are having a party over there. Think they got room for us? Theoretisch könnte ich hier an dem vorbei sneaken. Aber ich würde die XP schon gerne mitnehmen wollen, ne? Bin ich ja ganz ehrlich. Punkte, ey. Alter Schwede. Wenn der hier auch noch seine blöde Verstärkung ruft, ne, ist sowieso vorbei, ey. Ich muss irgendwie von oben angreifen. Kann ich hier irgendwie hoch? Oh, ne, weg, ich will das sehen.
Hier geht's auch noch irgendwo hin. What? Yeah, yeah, prize time. Was ist das denn? Immun gegen Elektrizitätsschaden und Träger ist immun gegen Gedankenkontrolle? Kopfbedeckung, die nur den ausgeglichensten und weisesten Eidforderern verliehen wurde, die von ihrem Stamm als Freidenker verehrt wurden. Ein komplexes System elektronischer Komponenten schützt den Träger vor elektrischen und übersinnlichen Angriffen. What? Ist das wichtig? Irgendwie hatten wir auch noch mal eine Zone gehabt. Irgendwo anders. Aber ich bin da, glaube ich, nie reingegangen. Schamane. Was war denn der Schamane nochmal? War der mit Blitz? Da kommt jemand. That had to hurt. We had so wenig damage. Not today, dickwipe. Viel zu wenig damage. The stalkers are here. Do it now. Kill it. Getcha. Kill the stalkers. Ach, das war der Schamane. Ja, ich erinnere mich. Der kann Verstärkung rufen. Okay. Meine Waffen machen einfach zu wenig Schaden. Das ist echt ein Problem. Eine Notiz, einfach so, in der Malerei. Notiz vom Stalker Oscar. Vor ein paar Tagen haben meine Crew und ich bei Prip ein bisschen gewürfelt. Ich hatte eine Pechsträhne und habe mich nicht wirklich auf das Spiel konzentriert. Deshalb ist mir aufgefallen, wie Prip leise mit einem zwielichtigen Gast am dritten Tisch hinter uns redete. Ihre Unterhaltung schien zwischen intensiv zu sein. Und Prip gab seinen neuen Freund einen Grog nach dem anderen. Also theoretisch muss ich hier durch, ja. Als der Fremde kaum hörbar ein Groglager der Altvorderin erwähnte, begannen Prips Augen vor Aufregung zu leuchten. Wie es aussieht, gibt es im Süden etwas, das wir uns ansehen sollten, sobald wir nüchtern genug sind.
um unsere faulen Ärsche in Bewegung zu setzen. Ah, this is gross. Look at this feeding frenzy. We got ourselves a zone dog problem here. Here, doggy, doggy. Ja, so laut Dings muss ich ja da hinten lang. Könnte aber bei Schrottlande zum Beispiel gucken, ob es da ein bisschen einfacher ist. Aber früher oder später muss ich sowieso irgendwann die Gegner plätten. Aber ich finde das halt krass, wie viele HP-Punkte die hier teilweise haben. Also ich könnte in Schrottlande zum Beispiel gucken. Also hier sind so Level 25, haben aber teilweise 30 HP-Punkte. Wo ich mir so auch so denke, so what the heck, ey. Also muss ich echt mir Leute raussuchen, die eher so um die 17 HP haben. Also 17 HP schaffe ich. Also 17 HP schaffe ich, aber auch nur, wenn wirklich jeder Schuss sitzt, ne? Und ohne Crit. Auf was gehst du denn eigentlich immer so, DJ? Gehst du eher so auf Crit oder eher so auf Max Range? This is the scrapyard. Hooey, look at all that scrap. Ich meine, du hast das ja auch schon auf höllisch durchgespielt, oder? Didn't tell you. This was a steel chariot. That one's another steel chariot. Well, broken steel chariot. Both of them broken, really, but when they were working, ooh-wee, watch out! Broken steel chariot. Yeah, okay. Come to me, Scrap. Come to Big Papa. So, 17 AP-Punkte schaffe ich, wenn alle treffen. Aber auch nur, wenn alle treffen. Das ist halt auch wichtig. Ja, aber es ist auch gut zu wissen, dass ich 16 Schadenspunkte habe pro Runde. 17. Aber auch nur, wenn alle treffen. It's getting fun. You did good. Reichweite, Schaden bzw. kreiert jeder eine lautlose Waffe, damit ich die Gegner einzeln rausziehen kann. Aber auch mit Fähigkeiten arbeiten, um Gegner vielleicht zu unterbrechen, damit sie nicht zum Zug kommen. Ja, gute so. Hab ja auch selber schon gesagt, dass ich relativ wen ich die Skills tatsächlich benutze, das kommt ja aber auch erst mit der Zeit oder mit der Erfahrung. Ihn könnte ich zum Beispiel versuchen festzusetzen, ne? mit diesem komischen Boot. Das wäre zumindest eine Idee. Dann kann er nicht mehr anrennen und uns umstern. Also umschmeißen, meine ich.
Hier haben wir noch einen Jäger. 24 Punkte. Wie gesagt, ich habe nur 17. Der hat aber 24. Da müsste ich wahrscheinlich zweimal kritten, damit ich den schaffe. Oder jemanden warnen kann. Over here. Komm ich hier nicht lang? Bin ich am Überlegen, ob ich eher auf Crit gehe, statt auf Reichweite. Das Problem ist halt nur, wir wissen ja... dass das Spiel leider nicht so zufällig ist, wie es zufällig sein sollte. Does that hurt? Ja, muss aber auch dazu sagen, das Spiel lebt ja davon, dass man auch ausprobiert, mit anderen zuerst angreift oder so. Get your asses over here. Weil sonst hättest du ja nicht diese Speicherfunktion, dass du jederzeit speichern kannst, also zumindest auf dem Schwierigkeitsgrad. Im anderen Schwierigkeitsgrad ist es ja so, dass du... Häuptling Todfinger, wer bist du denn? 30 Lebenspunkte und hat eine Rüstung. Das heißt, anstatt 17 Schaden schaffe ich nur 14. Ne? Bei einer Rüstung zieht er jedes Mal einen Punkt ab. Okay. So, hoffen wir mal, dass er uns hier nicht sieht. Ja, ich muss halt echt irgendwie versuchen, die... da jetzt mal die kleinen Fische rauszupicken, ne? Oh, das war so klar. Das war so klar, dass sie den ausgerechnet genau so laufen lassen, dass der einen sieht, ey. Das war so klar. Come on. Du bist berechenbar. Und die hätten es ja auch anders machen können. So, Medbot. Zwei Rüstungen, 24 Leben. Ja. Ganz genau. Ja. Naja, ich gucke mal gerade jetzt auf die HP. Ich muss mir das echt mal ein bisschen angewöhnen, drauf zu gucken. Ja, einen haben wir noch bekommen, aber den habe ich noch nicht eingetauscht.
Wenn ich wüsste, dass ich ihn jetzt paralysiere, ne, dann würde ich ja versuchen, den anzugreifen. Und dann platt zu machen. Weil dann ist der wenigstens schon mal weg. Beste. Aber dadurch, dass wir ja gestern herausgefunden haben, dass das nicht wirklich zufällig ist, sondern mehr oder weniger schon vorbestimmt ist. Ich kann auch verstehen, warum sie es nicht gemacht haben oder warum sie es gemacht haben. Ja, diese Zufälligkeit, in Anführungsstrichen. Diese geplante Zufälligkeit. Dass wenn du halt einen Kampf hast und du lädst halt den Spielstand, dass du nicht jedes Mal ein anderes Ergebnis bekommst. So von wegen, du lädst so lange den Spielstand, bis du genau das hast, was du haben wolltest. Kann ich verstehen, warum sie es jetzt nicht unbedingt gemacht haben. Aber dann verstehe ich nicht, warum du auf den höheren Schwierigkeitsgraden zum Beispiel nicht außerhalb eines Kampfes speichern kannst, so wie ich jetzt hier. Weil das speichern kannst du ja, glaube ich, nur auf normal und das war's, oder? Ansonsten speichert er doch immer nur nach dem Kampf. Okay, ich muss das jetzt mal probieren. Vielleicht kriege ich den ja irgendwie gestunt. Problem ist nur, eigentlich müsste ich die Waffen tauschen. Er kriegt die Stun-Waffe, er kriegt jetzt die Armbrust. Weil das Ding ist ja nämlich, er ist ja auch derjenige, der hier die Leute anrempeln kann. Kann Deckung zerstören, schlägt Gegner 2 Runden K.O. Da muss ich halt das benutzen. Und wenn er aber diese Stun-Waffe hat, dann ist es natürlich schlecht, wenn er da den versucht anzurempeln. Muss ich da direkt hinlaufen? Mal speichern sollen. Ach, habe ich ja eigentlich. Okay. 25%. Wir probieren es trotzdem. Heide. Ein Stun. Schade. Okay, der ist K.O. Ist gut. Noch immer ein bisschen Crit, Mann, ey. Hurt, don't it. Sehe ich echt schwarz hier gleich. Keiner hat Crit gemacht bisher. Und selbst wenn ich den mache, dann werde ich ihn leider trotzdem nicht töten. Schade. Dann müssen wir so machen. Wow. Gestunt, nice. Das ist gut. Das ist gut. Okay, haben wir schon mal den Medbot weg. Das ist sehr gut. Get over here. Wieder ein Erfolg. Juhu! Nice. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Okay, also da oben ist einer und da unten ist einer. Kommt der Häuptling, der angefissen? Nee, da warte ich nochmal, ob der jetzt gleich umdreht. Aber den muss ich wahrscheinlich auch einmal umschmeißen. Denn eventuell frisst Festwurzeln? Ja, nee, obwohl, der ist ja ich relativ starr. Brauche ich nicht wirklich Festwurzeln. Schmelzwerkzeug.
Der Traum jedes Schraubers. Mit diesem Werkzeug lassen sich Objekte miteinander verbinden. Sieht man zu genau hin, ist man allerdings vorübergehend geblendet. Ach so, ein Schweißgerät. Das Schmelzwerkzeug, so geil. I can faintly see the letters. T O R C H. Torch. But it's a pretty crappy torch, as it's not giving as much light as my flashlight, and it's too heavy. I've seen one of these in Hammond's workshop. It's for melting two pieces of metal together. Don't stare at the light. It will blind you. Wie komme ich da hoch? Ah, hier hinten. Ah, ist schon echt geil gemacht, so mit diesen Erklärungen. Weißt du, wie musst du etwas erklären, wenn du nicht weißt, was es ist? So, wie verpierten die Sau da oben? 24. Okay, jetzt kommen sie alle. Wo ist denn jetzt hier der Schamane eigentlich? War hier nicht irgendwo ein Schamane? Der hat doch hier vorhin Verstärkung gerufen, oder? Irre ich mich. Oder war das auf der anderen Map? Ja, kann natürlich sein, dass das auf der anderen Map war. Aber das Problem ist jetzt, wenn ich jetzt hier die Leute rufe, ne? Also. Snacke. Kommen wieder alle angeschissen. Tja, was mach ich denn da? Schade, dass ich keine Stun-Waffe habe oder sowas. Er hat aber auch nur 17 Punkte, ne? Der hat 24 ohne Rüstung. Ja, jetzt muss ich ja gegen alle drei, alle vier kämpfen, oder? Du bist eine Runde lang unbesiegbar. Ja, müsste man natürlich wissen, wann man das einsetzen soll. Okay, ich würde sagen, jeder kriegt nochmal so... Stufe aufgestiegen. So HP, würde ich sagen. Bringe zu einer beliebigen Position in Reichweite. Nee, jeder kriegt nochmal ein HP dazu. DJ, Level 4, herzlichen Glückwunsch. Oh, an die Stelle kann ich mich erinnern. Ja, da habe ich auch ein wenig gebraucht. Na toll. Ja, vor allem, guck mal, da, Alter, der hat 3 Rüstungspunkte. 3, verstehst du? Eine Schrohflinte macht 8 Schaden, da macht sie nur noch 5. Aber ich finde cool, wie einfach, also in Anführungsstrichen, wie einfach dieses System ist. Ich finde das echt cool. So, warst du am Ende auch eher so bei diesen 4 Leuten, die noch übrig waren? Oder wie hast du das gemacht? Moin Mike. Na, alles frisch? Das Springen habe ich glaube ich nie benutzt. Ja, man muss ja nicht alles benutzen. Danke, selber du Mutant. Hab versucht so viele kleine zu machen wie ging. Ja, habe ich jetzt auch. Aber mit 24 selbst das ist zu viel. Was?
Ja, alles frisch. Ja, ich habe jetzt hier noch vier Leute übrig. Ein Panzerdude, der immun gegen Betäubung ist. Hat drei Rüstungen. Dann haben wir da hinten noch so einen scheiß Boss. Und zwei Jäger Stufe 25, aber jeweils mit 24 HP. Einfach in den Kopf schießen. Bäm, aus. Die Maus. Ich die jetzt angreife, ne? Die rufen doch hier eine ganze Verstärkung, ey. Also 8, wenn ich kritte. Want some more? Aber das war kein Krit. Nochmal 8, wenn ich kritte. Das war aber auch kein Krit. Dann nochmal 8. Also rein theoretisch hatte ich 8, 16, 24. Genauso viel wie er HP hat. Aber nur wenn ich alle kritte. Mal gucken, wer jetzt alles kommt. Hallo. Probier mal. Schöner Crit, sehr schön. Prozent. Ja, mache ich trotzdem. Oh, 100% sogar. Und dann. Alter, Doug, was ist denn los mit dir? Get a fat one. Wen nennst du hier fett? Kollege. Nice. Ey, cool, ey. Okay.
wir mal den. Oh, does that hurt? Ach, Lon. Affe ist kacke. Die hat zwar 3 Schuss, aber die hat nur 5 Schaden. Schon mal weg. You finally figured out how to use that thing. 25%. 25%. Ja, dann bleibe ich, glaube ich, lieber auf dem hier. Bullseye! Er wird hart. Er wird hart. Den müssen wir irgendwie festhalten. Schon mal. Kann wirklich nur so einen Schritt daneben oder was? Ah, warte mal kurz. Das klappt. So ein Schritt daneben, verdammt. Ja, den muss ich jetzt mal langsam mal wegmachen. Alter. Ey, wie machen wir das jetzt am besten? Nur 50? Machen wir daneben 100. Let's go. So, ist nur halb, aber echt jetzt? Warte mal, die macht 6, 7 und die macht 6, 8. Willst du mich verarschen? Bleib ich doch bei der, ey. Oder? Bitte daneben, bitte daneben. Schade. Ja, der kann ja nicht umgerempelt werden. Stimmt. Da war ja noch was. Stimmt.
Stimmt, da war ja noch was. Got that, Rothead. Nice. Thank you. Crazy. Okay, back me up. War echt hart, ey. Heilige Scheiße. Scrap and no crap. Let's get back to looking for Hammond. Uff. War echt anstrengend. Danke, DJ. Danke. Das war echt hart, ey. Holy moly. Griller 50. Das ist schön. Könnte ich bei der Schrotflinte mit reinnehmen. Den Griller. So, da habe ich noch was vergessen. Ich wollte gerade fragen, meinst du, ich habe noch was vergessen? Jetzt kommt ja jetzt der Special Loot, wa? Oder wie funktioniert das? Wo ist jetzt hier die Kiste, ne? Ey, das lag doch vorher nicht da. Ja, das ist das, was ich halt meine, ne? Wenn du jetzt alle Gegner tötest, spawnt halt wieder was Neues, so. Vor allen Dingen, du